Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Let's Play-Freunde bei Fez. Jo, wir machen genau da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, nämlich in unserem ersten richtigen Textraum. Und zwar will ich jetzt den Text da oben entschlüsseln. Nein, Gomez, nicht schlafen legen. Erstmal müssen wir wieder hier hochklettern. Und zwar der Text hat zwei Seiten. Diese Seite und die Seite sind gleich und die beiden Seiten sind gleich. Wir fangen mal mit der kürzeren Seite an. Ich bin ziemlich vergesslich, sagt unser Cube. Gut. Also, was sagt uns die Schrift da oben? Wir müssen oben links anfangen. Oben rechts anfangen, also so ähnlich wie beim, ja, bei Kyrillschrift. Ich bin blöd, Kyrillschrift ist doch russisch. Bei Kanji-Zeichen und so weiter. Also asiatischen Schriftzeichen. Müssen wir oben rechts anfangen und uns nach unten links durcharbeiten. Ich habe ja in der letzten Aufnahmesession den Grundsatz übersetzt, nachdem man diese Zeichen übersetzen kann. Deswegen fange ich jetzt mal damit an. Also, das erste Zeichen ist ein P, wenn ich richtig sehe. Stift schreibe. P. Dann kommt ein... wo ist das Zeichen? Ich hab's hier doch irgendwo. Ein L. Dann ein E. Da müsste als nächstes wahrscheinlich ein... A kommen, ja, weil das erste Wort wohl please ist. Aber gehen wir es der Reihe nach durch. S, wo bist du? Da ist S, ja. Und dann nochmal ein E, also please ist das erste Wort. Das zweite Wort mit einem A an. Dann kommt ein Bum Bum Bum, wo bist du, komisches Symbol. Ja, das ist dieser Kreis mit dem Kringeln nach rechts. Wo habe ich den denn? Ach, ein N. Ein N, dann kommt wieder wie oben ein S. Das nächste ist sicher ein W, oder? Ja, ein W. Ein W, dann wieder ein E und das letzte ist ein R, garantiert, weil da kommt Answer raus. Gucken wir mal kurz, wo das R ist. Ja, ein R. Please answer. Jetzt kommt es etwas komplizierter. Ein T und ein H. Okay, das ist noch einfach gewesen. Ich würde mal sagen, das nächste ist dann ein I, weil dann Dis rauskommt. Denke ich mal. Ja, ist auch ein I. Und zu guter Letzt ein S, ja. Wieder ein S. Dis. Da kommt gleich wieder ein S. Ich nehme mal die nächste Zeile, weil das Wort länger aussieht. Ein S. Dann wieder ein E. Das ist ein C, weil habe ich ja auch letztes Mal gesagt, das C sieht aus wie ein C, lustigerweise. Dann ein, ja, ein U oder ein, ja doch, das müsste ein U sein. Ein U. Da haben wir bis jetzt Secu.
Dann kommt ein R. Lass mich raten, als nächstes kommt ein I. Weil dann Security rauskommt. Wo habe ich mein I hier drüben? Da. Ist das ein I hier? Das heißt, da brauche ich ein T und das ist ein T. Hatten wir ja weiter oben schon mal. Und ein Y. Ja, Security. Okay, nächstes. Ja, ist das, das ist jetzt die Frage. Ist das ein Q oder ist das ein K? Aber ich denke mal, da nach dem Q gleich ein U, also nach dem Zeichen gleich ein U kommt, ist es ein Q. Also Q, U, also da ist wahrscheinlich Question, kommt wahrscheinlich Question raus. Aber das sehen wir ja, weil ja, ist Question. Weil das nächste ist ein E. Und dann kommt gleich wieder ein S. Und nach dem S kommt wieder ein T, also Question. Please answer this security question. Ja. Der erste Teil ist einfach nur, bitte beantworte diese Sicherheitsfrage. Gut. Nächster Satz. Das fängt mit einem W an. W, dann kommt der Kringel nach unten. Das ist ein H. Dann kommt ein A, wenn ich richtig sehe. Also so W-A, W-H-A, what wahrscheinlich. Wobei das hat 5 Buchstaben. Was ist denn das nächste? T. Und das letzte wahrscheinlich ein S dann, oder? S, wo versteckst du dich? Ja, ein S. What? Also wahrscheinlich what is, is. Als nächstes haben wir so einen Hut. Genau, das ist ein M. Und dann wieder ein Y. Also what's my? Dann als nächstes ein... Was kommt als nächstes? Wieder der Kringel mit dem... den habe ich... Wo habe ich denn... Ah, da unten ein N. Ach, hier hätte ich ein Freizeichen lassen sollen. N. Dann wieder der umgedrehte Hut. Ah, ist ein A. Also wahrscheinlich Name, oder? Ja, der normale Hut ist ein M. Und dann kommt das E da hinten wieder, ja. What's my name? Also was ist mein Name? Jetzt das längere Ding. Wobei das ja schon lang genug gedauert hat. Ein S? Ein E? Ein C? Ein U? Steht wieder Security, oder? Also genau dasselbe wie hier das untere Wort. Das sieht nämlich fast genauso aus. Ja, das ist das untere Wort. Also Security. Gut, was habe ich als nächstes? Brauche ich entweder ein K oder ein... Sag bloß, das ist wieder dasselbe. Also. Ja, also das erste Wort ist Security Question. Security Question. So. Dann das nächste Kringel nach unten ist H. Dann kommt das Ding nach oben geöffnet. Wo ist es denn?
I. Das ist ein I. N. Ach so, Hint wahrscheinlich, oder? Ja, Hint. Also Security Hint. Security Question. Hint. Also ein Hinweis. Super. Das sieht wieder nach Mai aus. Ja, da, Dachdings ist Mai. Mai. Dann, was ist der, das komische H nach links? Ist ein F. Dann kommt ein I wieder. Dann kommt ein R. Wahrscheinlich ST, oder? Ja, S und T. My first. Also my first. Das ist wieder ein H, weil das Symbol gleich daneben stand und das war ja Hint. Das nach oben geöffnete, der nach oben geöffnete Hut war ein A, genau. Dann das, was so ähnlich aussieht wie ein F, was auf meinem Schmierzettel leider aussieht wie ein F, ist ein L. Und dann nochmal ein F, also ein richtiges F. Also my first half. Nächstes Wort, oben geöffnetes Dach. Ach nee, halt, den bin ich jetzt gerade verrutscht. Das müsste I und ein S sein. My first half is. Der Kringel da nach oben. Ist ein W. Ja, das ist ein Wort. Is what? Was ist das jetzt? Das ist ein I und das untere ist ein der Kringel nach oben. Es ist es nicht. It is what? What it? Und dann schon wieder Mai. Okay, Mai. Und dann kommt ein Dach. Moment halt. Blödsinn, das da ist Mai. My first half is what it is. Kommt da raus, okay. Das ist der erste Teil des Satzes. Jetzt bin ich jetzt da in der dritten Zeile, in der dritten Spalte von links ganz oben kommt my. Dann kommt da ein S. Ein E. S, E, wahrscheinlich, ja, second wahrscheinlich, weil S, E, C, ja, und dann eine O, das da war, glaube ich, das N, ist das nur das N oder kommt, kann das auch was anderes sein, weil ich erinnere mich, zwei Zeichen sind doppeldeutig, nämlich das eine bedeutet Q und K, und ich glaube, eins war noch doppeldeutig, aber nee, das da ist auf jeden Fall ein N. Und ja, das letzte ist ein D, dieser kleine Haken von rechts, von links nach unten. Dann wieder dieses Q-Symbol da, das ich schon. Das brauche ich gar nicht übersetzen, weil das ist dasselbe wie drüben, also half. Brauche ich nicht mühsam übersetzen.
Also zwei Zeilen weiter nach rechts steht dasselbe ja auch. Dann kommt wieder is. Das ist einfach, das Wort zu erkennen. Und das da ist das wieder ein W. Nein, W ist es diesmal nicht. Also my second half is. Jetzt muss ich gerade wieder gucken, was ist denn das? Achso, das ist wieder ein H. Das ist ja wieder half, das Wort. Sehe ich gerade. My second half is half. Dann kommt ein O und ein F. My second half is half off. Jetzt kommt wieder ein W, oder? Das Zeichen kenne ich doch. Ja, W. Wieder WH. Ist es wieder what? Ja, ist wieder what. Of what? Dann kommt ein M, weil den Hut kenne ich schon. Und das andere ist ein A. What ma? Jetzt muss ich wieder den Bilden kriegen. What made? Ja, what made? What made? Nach oben geöffnet war I. Und das ist ein T. The sec. My first half is what it is. Also meine erste Hälfte ist, was es ist. Und meine zweite Hälfte ist das, aus dem es gemacht ist. Aus dem, was es gemacht hat. Was es, also my second half is half of what made it. Ja, danke, du mich auch. Ich habe keine Ahnung. Dieses Rätsel ist mir zu hoch gerade. Und ich habe jetzt schon einen Teil der Aufnahme verplempert, nur um das zu übersetzen. Gucken wir lieber mal, wo wir sonst noch hingehen können. Also ja, wir hätten da zum Beispiel noch die QR-Code-Karte. Wobei ich die scannen müsste. Zeig mir lieber mal die Map. Okay, hier waren wir gerade drin. Wir könnten hier wieder rein und da mal reingehen. Also ja, da wären wir hier fertig. Da müssten wir eh hier hin zurück. Zu dem Teleporter-Hub hier. Hier oben ist noch sehr viel zu tun. Okay. Hier beim Leuchtturm ist wahrscheinlich nur eine Eule. Also ja, zum Leuchtturm. Hier gibt es noch was, was wir nicht identifiziert haben, weil es da sogar noch weitergeht. Vom Glockenturm aus. Also ja, würde ich mal sagen, wir gehen als nächstes in die Richtung. Naja, wir gucken uns nochmal hier beim Glockenturm um.
Und dann gehen wir zum Leuchtturm rüber und nach oben weiter. Von da aus kommen wir nämlich zum Windrad. Jo. Also müssen wir hier ins Wasser fallen. Ich hoffe einfach mal, dass wir nicht mehr so viel übersetzen müssen. Das war falsch. Ich muss hier rüber. Dort müsste es zum Hub zurückgehen. Ja, sehr gut. Da bin ich wieder im Hub. Das muss ich mal kurz gucken. Wir wollten erstmal zum Glockenturm rüber. Leuchtturm. Glockenturm, genau. So, vom Glockenturm aus. Gibt es ja nicht so viele Wege, nur da unten zum dem Teleporter. Ja, genau, da wollen wir rein. Ach so, hier ist noch zu, okay. Da brauchen wir alle Würfel für, um reinzukommen. Gut. Hat sich das auch schon mal erledigt. Das heißt, zurück zum Hub und dann zum Hub finden wir mal. Kurz, da ist der Hub. Und es wird schon wieder Abend. Da sind die Heulbojen. Da ist der Leuchtturm. Also müssen wir darüber. Gut. So, das war nicht das, was ich suchte. Wow, Vorsicht. Und ich dachte, hier wäre eine Eule. Also gut, dann muss es was wahrscheinlich mit dem Stein hier drüben zu tun haben. Ja, hat es wahrscheinlich auch, weil ich sehe da hinten gerade Tetris-Blöcke, die jetzt verschwinden, weil es hell wird. Mhm.
Wahrscheinlich hätte ich die richtigen Tetris-Blöcke aufschreiben müssen. Okay, gehen wir mal von hier aus weiter. Mal kurz rauszoomen. Also ich würde mal sagen, wir müssen vom Leuchtturm aus nach oben, zwei Stockwerke, um dann bei der Wassermühle rauszukommen.